Es gibt eine ganze Reihe an Gewohnheiten, die deine männlichen Wesenszüge massiv angreifen und die dafür sorgen, dass deine Anziehung auf andere den Bach runtergeht. Hier sind 6 davon in kompakter Form. Nummer 1. Du lässt dich herumschubsen und dich deiner Würde und Selbstbestimmung berauben. Eigentlich ist das einer der zentralen Dilemmas unserer Zeit. Und ich meine hier nicht nur, dass du aufbegehren solltest, wenn du in der Schule oder am Arbeitsplatz gemobbt wirst. Nein, ich meine hier die schiere Dreistigkeit, mit der Unternehmen, Behörden oder ganz normale Leute, denen du im Alltag begegnest, oftmals ihren Gegenüber behandeln. Sie tun das, weil sie es tun können und weil sie viel zu wenig Gegenwind bekommen. Und da Toleranz eben oft als Zeichen der Schwäche gewertet wird, werden sie damit auch nicht aufhören. Also ich gehe mal stark davon aus, dass du einen gut geeichten moralischen Kompass hast und dass du zwischen verhältnismäßig und unverhältnismäßig unterscheiden kannst. Wenn das der Fall ist, dann hast du auch das Recht, massiv aufzubegehren, sobald deine Würde, dein Raum und deine Selbstbestimmung angegriffen wird. Ganz ehrlich, du bereust es unter Umständen für den Rest deines Lebens, wenn du es nicht tust. Zweitens, hör auf, dich zu rechtfertigen. Dieser Punkt schließt direkt an den ersten. Wie du die Dinge machst, die du machst und warum du sie machst, ist vollkommen deine Sache, solange du nicht Raum und Ehre eines anderen beeinträchtigst. Du schuldest anderen keinerlei Rechtfertigung, Erklärung oder sogar vorauseilende Entschuldigung für dein Tun und Handeln. Zufrieden kannst du sowieso nicht alle stellen. Wenn du genau das aber versuchst, dann ballerst du dir selbst ins Knie. Die meisten Leute, gegenüber denen du dich rechtfertigst, werden dann nämlich immer mehr von dir verlangen. So lange, bis man dich am Nasenring durch den Alltag schleift. Hör also auf, dich zu entschuldigen, wo es nichts zu entschuldigen gibt, und setze stattdessen andere lieber vor vollendete Tatsachen. Zu lange zweifeln und überlegen, nur weil du nicht anecken willst, hemmt dich und es sabotiert deine Ziele und Erfolge. Drittens, Frauen hinterherlaufen und selbige als dein oberstes Ziel im Leben zu betrachten. Es gibt ja die Redensart, man verliert haufenweise Geld beim Frauen hinterherlaufen, aber man bekommt haufenweise Frauen beim Geld hinterherlaufen. Das ist natürlich schön griffig und plakativ, aber in letzter Hinsicht ist der Spruch wahr. Frauen wollen Erfolgsmänner mit Status sowie maximaler Selbstbestimmung im Leben. Erst kommt deine Arbeit, dann die Frauen, ganz automatisch. Wie du hier die schnellsten Ergebnisse bekommst, das zeigt dir mein Videosponsor Gunnar Kessler in seinem Online-Programm. Dieses ist ein komplettes Online-Verdiensystem, das Gunnar selbst von zu Hause aus finanziell frei gemacht hat und das du aktuell für nur 1 € unverbindlich testen kannst. Auch hier fliegen dir natürlich nicht die gebratenen Hähnchen in den Mund und du musst Eigeninitiative mitbringen. Wenn du das aber tust, dann hast du mit der Methode wirklich gute Möglichkeiten. Ich verfolge diese Programme und deren Autoren ja regelmäßig und bei Gunnar kann ich sagen, dass es sich um einen seriösen Macher handelt, der dir keinen Nonsens andrehen will. Du bekommst hier ein professionelles System, wie gesagt aktuell quasi geschenkt, und ich schlage vor, du siehst dir das jetzt gleich mal genauer an. Der Link zum Sofortzugang ist unten in der Videobeschreibung. Die 4. schädliche Gewohnheit ist deine ständige Verfügbarkeit. Egal ob du Hausaufgaben machst, Recherchen für eines deiner Projekte anstellst, ob du im Studio beim Pumpen bist oder ob du auf einer Biwak-Tour mit deinen Jungs bist, Leute, die erwarten, dass du hier für ihre Anfragen und Problemchen permanent verfügbar bist, musst du in die Schranken weisen. Je kostbarer deine Zeit für dich ist, desto kostbarer wirst du für andere. Menschen schätzen, wollen und begehren naturgemäß nun mal Dinge, die rar und schwer zu haben sind. Mein Vorschlag ist also, mach dich rar und spring nicht über jedes Stöckchen, das man dir hinhält. Das beginnt beim Beantworten von E-Mails, geht über Überstunden, die man von dir auf Arbeit verlangt und hört bei ausufernden Freundschaftsdiensten, die irgendwelche Frauen von dir wollen, auf. Lerne konsequent Nein zu sagen und deine Zeit als kostbar zu betrachten. Die 5. Sache zum Abgewöhnen ist digitale Konnektivität rund um die Uhr.
Hier fällt alles rein von Dauerchatten, soziale Medien, Smart-Technologie bis hin zu stundenlangem Berieseln mit Belustigungsvideos auf YouTube und anderswo. Das sogenannte Internet der Körper ist ja heute in aller Munde. Und es gibt tatsächlich Leute, die eine Verschmelzung der biologischen, physischen und digitalen Identität anstreben. Für mich hört sich das reichlich dystopisch an und dürfte früher oder später dazu führen, dass der Mensch zu selbstständigem Handeln überhaupt nicht mehr fähig ist. Die Tendenzen sind ja jetzt schon sichtbar. Vielleicht bist du gut beraten, wenn du dir ein tägliches Kontingent an Internet- und Handynutzung setzt, vielleicht nur einmal am Tag deine Nachrichten checkst, so mache ich das zumindest, oder dir einen kompletten Handy- und computerfreien Tag pro Woche einrichtest. Reale physische Anstrengung und auch echte Kontakte zu anderen, bei denen du Aura und Chemie des Gegenüber förmlich spürst, sind einfach mal nicht zu ersetzen. Schon gar nicht mit Hilfe von oberschlauen Apps. Nummer 6. Du bringst Dinge, die du begonnen hast, nicht zu Ende. Bist du einer, der gerne mal große Reden schwingt und Versprechen macht, dann aber nicht liefert und sofort einknickt, sobald es unbequem wird? Wenn ja, dann solltest du umdenken. Für die wirklich großen Vorhaben musst du bereit sein, Blut zu schwitzen und haufenweise Zugeständnisse zu machen. Du bekommst im Leben nichts von Wert geschenkt und wenn du jedes Mal, sobald sich dir ein Hindernis in den Weg stellt, die Segel streichst oder andere für dein Scheitern verantwortlich machst, dann kannst du weder Respekt noch Erfolg erwarten. Beides aber bekommst du im Überfluss, wenn du hart mit dir selbst bist, massive Disziplin an den Tag legst und jeden noch so kleinen Stein umdrehst, um dein Ziel zu verwirklichen. Wenn du dir zum Beispiel die schicke Ducati Monster irgendwann leisten können willst, auf die du es abgesehen hast, dann cancel besser die ein oder andere verlockende Party und setz deinen Hintern in Bewegung. Ich freue mich auf deine Gedanken und Kommentare. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.